Hallöchen und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Heute geht es um meine ausgezogenen Bücher, zweites Halbjahr 2022 und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Dieses Video kommt etwas verspätet, ich hänge tatsächlich da ein bisschen hinterher, aber ich wollte unbedingt noch zeigen, was letztes Jahr bei mir noch so alles ausgezogen ist. Und es sind diesmal tatsächlich auch noch auch Bücher dabei, die sogar noch ungelesen bei mir im Regal standen. Anfangen möchte ich aber einmal mit Kissed von Jennifer L. Armentrout und ich werde die Cover auch definitiv einmal dann einblenden. Und zwar, das ist ja das Spin-off der Wicked-Reihe. Ich habe, also das ist bei mir ausgezogen, nicht weil ich es nicht mochte, sondern weil ich mir die gesamte Wicked-Reihe als Special Editions geholt hatte. Die sind auch bei mir mittlerweile eingetroffen und deswegen brauchte ich eben das, die broschierte Ausgabe nicht mehr. Und zwar nehme ich mal jetzt nur den vierten Band. Das ist ja als, ist auch noch eingepackt als Special Edition, auch mit farbigem Buchschnitt. Ich fand diese ganze Kollektion einfach so wunderschön mit den Covern, mit den Buchschnitten und auch unter dem Cover sind die Bücher wunderschön gestaltet und deswegen wollte ich mir die unbedingt holen, weil ich die mochte, weil ich die Reihe ja ganz gerne mochte und der vierte Teil war für mich bis jetzt auch der beste Teil. Ja, genau. Dann ist noch eine Reihe bei mir ausgezogen und zwar ist der erste Teil Die Tochter der Wälder. Der zweite Teil heißt Der Sohn der Schatten und der dritte Teil heißt Das Kind der Stürme. Das war eine Reihe, die hatte ich schon relativ lange. Ich mochte sie auch, ich habe das gerne gelesen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, dass ich nie wieder dazu greifen werde. Dann hatte ich auch noch verschiedene Ausgaben. Der erste Teil war eine ganz andere Ausgabe als der zweite und dritte Teil und irgendwie hat mich die Reihe ja schon immer gestört bei mir und deswegen ist sie dann eben ausgezogen. Als nächstes ist eine Dilogie wieder, habe ich mich wieder von einer Dilogie getrennt und zwar ist das Die Stadt der Dolche und der vergiftete Thron. Das hat ja leider nicht so meinen Geschmack treffen können, deswegen hatte ich die beiden Bücher verschenkt. Und also es bringt mir halt nichts, dann die bei mir zu lassen, wenn ich da sowieso nicht so Fan von dieser Story war. Dann ist bei mir noch ein Buch ausgezogen, von dem ich es nicht gedacht hätte, aber die Clans von Tokito mussten leider wieder gehen, weil mich die Geschichte so überhaupt nicht überzeugt hat. Ich fand, es war ein wunderschönes Buch, wunderschönes Cover und ich hätte es auch hier stehen lassen können, aber ich war so enttäuscht von der Geschichte, dass ich gedacht habe, nein, ach nee, ich möchte es auch nicht mehr behalten. Dann ist noch ein Einzelband wieder ausgezogen und zwar Die Gabe des Winters ist tatsächlich gleicher Grund. Ich fand die Story und den Schreibstil fand ich nicht gut, hat mir überhaupt nicht gefallen. Es hatte auch ein wirklich schönes Cover, aber nein, es brachte für mich nichts, das noch bei mir zu lassen, denn ich würde das nie wieder lesen. Es hat mir, ich glaube, 2 Sterne habe ich der Geschichte gegeben und war ich auch richtig enttäuscht davon. Deswegen ist es auch wieder ausgezogen. So, auch die Stadt der Seher hat mich leider nicht gefesselt, diese Geschichte. Ich fand die auch, also ich fand die schlecht, muss ich leider sagen. Die Stadt der Seher war auch ein Buch, was ich richtig schlecht fand.
Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da 2 Sterne für gegeben habe. Aber ja, war nicht meins und deswegen musste es auch wieder gehen. So, dann hatte ich noch Soulbird bei mir, wo ich mir den ersten Teil auch mal ausgeliehen hatte. Und an sich, mir hat die Geschichte auch gefallen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, hatte ich 4 Sterne gegeben. Sie war auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich hatte sowieso nur den zweiten Teil bei mir stehen. Deswegen habe ich es dann auch wieder verschenkt. Und dann die beiden letzten Bücher, die noch bei mir ausgezogen sind, sind tatsächlich 2, die noch ungelesen bei mir im Regal standen. Und zwar ist das einmal Elfenwächter, der erste und der zweite Teil, die ich hier bei mir hatte. Ich habe reingelesen und irgendwie konnte mich die ganze Story nicht mehr überzeugen. Ich hatte da überhaupt keine Lust mehr drauf und ich dachte mir, bevor das ewig bei mir dann steht und ich weiß, ich will es eigentlich gar nicht mehr lesen, ja, müssen sie halt gehen. Und deswegen werde ich mir auch den dritten Teil gar nicht mehr holen. Ja, die sind eben auch wieder ausgezogen. Ich glaube, bei denen ist das auch, ich glaube, das sind auch die ersten Bücher, die bei mir wieder gegangen sind, ohne dass ich sie gelesen habe. 12 Bücher sind es geworden. Sind schon einige, die wieder gehen mussten. Aber manchmal muss man eben auch Platz schaffen für Neues, besonders wenn man die Geschichten vielleicht eh nicht gut fand und sowieso nie wieder zu den Büchern greifen wird. Dann kann man auch ruhig mal ein bisschen Platz schaffen, obwohl bei mir es noch wirklich geht. Ich weiß gar nicht so genau, wie viele Bücher ich insgesamt habe. Es sind aber gar nicht allzu viele. Lass es vielleicht 300 sein, wenn überhaupt. Ist jetzt vielleicht ganz schlecht geschätzt von mir, aber ich glaube, groß mehr werden es definitiv nicht sein. Ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was so bei euch alles ausgezogen ist und vielleicht wie viele Bücher ihr bei euch so im Gesamten stehen habt. Und bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Eure Rena. Tschüss.